Hallo, mein lieben Löchermacher, und willkommen zu einem Thema, das ich erledigt habe, kurz bevor ich den Kanal angefangen habe. Beziehungsweise kurz bevor ich auf den Kanal Lego gemacht habe. Nämlich Lego Dimensions. Ich habe beim Spielen immer noch das Problem, dass mein Gandalf nicht aufgetaucht ist. Und wenn ihr den Livestream gesehen habt, der sehr, sehr kurz war, werdet ihr euch erinnern, dass man dieses Spiel nicht ohne alle Figuren spielen kann, die im Starterpack drin sind. Was sehr lästig ist. Ich habe den Starterpack damals nämlich als Neuware gekauft, also ich glaube für 15 Euro oder so im Ausverkauf war, weil das Spiel halt damals schon gefloppt war. Wir sprechen nachher darüber, warum das Spiel gefloppt ist. Aber ja, die Tatsache, dass man, wenn einem eine Figur fehlt, noch nicht mal die Einstiegs-Cutscene im Hauptspiel komplett angucken kann, die zeigt für mich, dass irgendjemand ziemlichen Mist gebaut hat bei der Gestaltung dieses Spiels. Weil ich hatte halt ursprünglich gedacht, okay, der Gandalf fehlt, aber vielleicht kann man seine Figuren, seine Fähigkeiten ausgleichen, indem man halt andere Figuren einsetzt und dann kann man trotzdem die Level spielen. Ja, nix da, du kommst halt noch nicht mal bis zu den Leveln. Okay. Trotzdem, irgendwann wird es schon wieder auftauchen, der ist definitiv noch hier im Raum. Ich weiß nur nicht, unter welchem Schrank oder Stapel aufräumen ist. Das ist eine lustige Geschichte, wenn man so aufräumt, dass die Sachen, die da sind, halt weniger werden, aber schlechter stapelbar. Dann ist es nachher unordentlicher als vorher, obwohl man weniger Zeug... Ja, okay. Lassen wir das und kommen mal dazu, dass ich das Ding zufällig bei Amazon gesehen habe. War auch sehr günstig, denn diese Level-Packs sind alle sauteuer geworden. Die waren schon ursprünglich sauteuer, die sind noch teurer geworden mit der Zeit. Aber Portal auf jeden Fall ein gesuchtes Level-Pack, da habe ich gesagt, komm. Das nimmst du mit, weil ich musste eh noch auf die 29 Euro auffüllen, um halt die portofreie Geschichte zu kriegen. Also habe ich das dann gemacht und so sieht unser Pack aus. Was man bei den Packs bei Lego Dimensions wissen muss, wenn man das halt nicht aus der Zeit, als es neu war, kennt. Lego Dimensions hat unterschiedliche Arten von Packs. Es gibt die Fun Packs. Fun Packs war eine Figur und ein, hier so ein baubares Ding, normalerweise ein Fahrzeug. Die brachten keine eigenen Levels mit sich. Manchmal ließen die noch zu, dass man mit denen halt einen neuen Bereich in der Oberwelt im Spiel betreten konnte. Beziehungsweise eine neue Oberwelt. Gab verschiedene für die verschiedenen Serien, Franchises und so weiter. Aber die hatten keine neuen Level und so weiter, sondern eine Figur, ein baubares Ding. Dann gab es die Teampacks. Zwei Figuren, zwei baubare Dinger. Selbe Geschichte. Dann gab es hier die Levelpacks. Die Levelpacks waren die eine Ebene von DLC für das Hauptspiel, also ne, runterladbare Zusatzinhalte, die enthielten ein Level und dazu halt noch in Lego-Form eine Figur und zwei baubare Dinge, so wie hier Chell, einen Turret und den Companion Cube. Die werden wir uns gleich anschauen. Und dann gab es noch die Story-Packs. Die Story-Packs kamen mit einer Figur, einem baubaren Teil und einem neuen baubaren Portal für dieses Ding hier. Dieses Ding hier gehörte zum Hauptspiel. Da stellte man seine Figuren drauf. Hier eine, da konnte man was draufstellen, da konnte man was draufstellen. Und dann waren hier Sensoren drin. Das ist eine RFID-Geschichte. Eben zeigen. Na, hier unten ist ein RFID-Chip drin. Und der konnte hiervon ausgelesen werden. Dadurch wusste der, welche Figur draufsteht und konnte die wiederum ins Spiel transportieren. Und dieses Ding hier ist tatsächlich ein Lego-Teil. Steht da vorne Lego drauf. Hat insgesamt 8 Noppen, auf die man halt hier das gestellt hat. Das ist das Portal, das im Starterpack war. Und bei den Storypacks gab es dann entsprechend andere Versionen davon. Es gab nicht viele Storypacks. Es gab Lego Batman Movie, es gab Ghostbusters, 2016er Ghostbusters Film. Es gab, wie gesagt, es gab nicht viele. Fantastische Tierwesen gab es noch. Und ich glaube, das waren sie auch. Und für den Level Packs gab es ungefähr 10 oder so. Portal ist eins davon, Simpsons habe ich auch noch hier, kann ich gleich darauf eingehen. Aber genau. So. Und bevor ich weiter zu Grundsätzlichkeiten komme, schauen wir uns doch mal eben das Portal Pack an. Das waren auf jeden Fall interessante Kartons hier. Hier ist im Grunde Karton, dann war hier so eine Klappe, da so eine Klappe. Okay. 71, 20, 3, 7 bis 14. Danach ist es illegal, also nicht verpfeifen hier. All New Game Level, genau, das ist der Punkt. Es ist ein Level Pack, also gibt es ein neues Level. Hierzu Portal 2, interessanterweise. Nicht Portal, sondern Portal 2. Warum auch immer man Portal 2 gewählt hat, wahrscheinlich weil das gerade das aktuelle Spiel war zu der Zeit. Hier ist jede Menge Text, hier ist Chell, hier ist, dass man es halt nicht ins Wasser packen darf, weil Elektronik und so weiter, alles klar. Hier von hinten, das hier sind unsere Charaktere aus der
Starterpackung. Die werden auch immer als Logo und so weiter benutzt, als Branding. Hier ist nochmal auf Deutsch, brandneues Level, ein Portal 2-Abenteuer. Und hier seht ihr, unsere drei Baubahn-Sachen haben auch jeweils drei Alternativmodelle. Das war bei allen Packs so. Es gab drei Alternativmodelle, die haben teilweise nicht den geringsten Sinn gemacht und bei diesem Pack ist es sehr, sehr wichtig, das anzumerken. Ihr werdet es gleich beim Companion Cube etwas sehen. Genau, sind alle jeweils 3 in 1. Dem Spiel ist es letztlich egal, was ihr auf dem Ding aufgebaut habt. Wichtig ist, dass diese Scheibe da ist und auf das entsprechende Teil eingestellt ist. Dann behauptet ihr einfach, ihr hättet das und das gebaut, das reicht im Spiel schon. Ich komme aber gleich noch dazu, denn diese baubaren Geschichten haben bei LEGO Dimensions ein Problem gehabt. Und das Problem sehen wir, wenn ich mal eben die Anleitung raushole. Das war gebraucht, deswegen ist die Anleitung jetzt hier nicht... Falsche Seite. Die Anleitung ist hier nicht mehr drin. Die Anleitung ist drin, aber die Figuren nicht mehr. Aber die Anleitung, die habe ich nochmal reingetan für den tollen Show-Effekt. Kleine, dünne, wirklich dünne Anleitung. Warum ist die so dünn? Das hat einen Grund. Das ist die gesamte Anleitung. Und ihr fragt euch jetzt vielleicht, Moment mal, das ist ja nur die Minifigur. Wo sind denn die anderen Sachen? Okay, hier ist noch die Anleitung, wie man die Minifigur auf die Platte stellt. Wichtig zu wissen. Und dann kommt Werbung für die anderen Sets in der Reihe. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, gut, Teilliste noch, Werbung, Werbung, mehr Werbung. Das hier war die erste Welle der Level Packs. Zurück in die Zukunft, Simpsons, Portal 2, Doctor Who. Die Simpsons waren das einzige davon, das man wirklich günstig bekommen hat. Also die sieht man immer noch regelmäßig für 15 Euro, gar kein Thema. Dasselbe gilt für Mission Impossible, war eins der letzten Level Packs. Das ist hier noch nicht dabei, das ist die erste Welle. Mission Impossible war auch so ein Level-Pack, das offenbar niemand haben wollte. Das habe ich noch kurz vor dem Corona-Lockdown, habe ich das noch für 12,95 Euro beim Saturn oder Mediamarkt war es, glaube ich, habe ich es noch rumliegen gesehen. Nach dem Lockdown bin ich nochmal hin und dann war es leider weg. Und davor, zu der Zeit war halt alles zu. Was schade ist, ich hätte es dann gerne geholt, alleine der Vollständigkeit halber, aber Mission Impossible hat echt keinen interessiert. Es gibt andere Sets, gerade Doctor Who hier ist so ein Fall, die Goonies, Midway Arcade, die sind richtig, richtig teuer geworden. Und das Ding ist, die Dinger waren vorher schon richtig, richtig teuer. Gehe ich auch gleich, das ist heute der Spruch des Tages, gehe ich nachher drauf ein. Aber das ist alles, was ihr als Anleitung bekommen habt. Das Problem sind jetzt die baubaren Geschichten. Die Anleitung für den Bau der baubaren Geschichten habt ihr nämlich in keinster Weise in Papierform bekommen, sondern ausschließlich im Spiel. Bedeutet, ohne das Spiel konntet ihr halt raten, wie die Dinger gebaut werden. Aber ansonsten konntet ihr die Dinger im Grunde nicht bauen. Das ist abenteuerlich. Denn, jetzt komme ich zum Inhalt, eigentlichen Inhalt des Kartons. Das hier war ein Ersatzteil, die waren noch dabei. Reden wir nicht groß drüber. Waren dabei. Schön, dass sie hier auch beim Gebrauchten noch dabei waren. Dann haben wir das. Das hier, das nicht. Das hier ist der Inhalt eines Dimensions Level Packs. Das ist eine Minifigur. Die Minifigur ist wirklich schön gemacht. Hier Chell auch mit der Portal Gun Spezialteil. Das ist aus weichem Plastik, dass man hier nichts abbricht und so weiter. Ja, wiegt sich unglaublich. Hier ist noch so ein Schiffe versenken Pindöppel drauf. Und ansonsten haben wir eine, das muss man immerhin sagen, sehr schön gemachte Chell. Gut, das sieht jetzt, also das Gesicht ist halt, das sieht im Chell überhaupt nicht ähnlich. Das liegt aber an der Minifigurenform. Das Blockige passt einfach irgendwie überhaupt nicht bei Chell. Und sie hat noch einen etwas genervteren Gesichtsausdruck. Wunderbar. Und vor allem diese Basis, bei den Figuren ist die immer custom made. Also jede Figur hat ihre komplett eigene Basis, so dass man die Basis auch noch ohne die Figur drauf gut erkennen kann und die Figur dann woanders einsetzen kann. Was ich machen werde. Gerade mit Chell. Nächste Woche in Klagstadt kommt da was. Was nehmen wir dann? Dann nehmen wir den Turm. Und das ist jetzt zum Beispiel für die Baubahn. Das ist ein ungewöhnlich großer für die Baubahn. Ja, ihr seht, viel größer als die Minifigur. Was vom Maßstab nicht hinhaut. Das macht nichts. Das war bei Dimensions immer völlig egal, wie der Maßstab ist. Ja, es ging halt darum, dass man genug Teile verbaut, dass man daraus entsprechend drei unterschiedliche Modelle machen konnte. Und das hier ist halt das Basismodell, der Turm, der Geschützturm aus, im Grunde Portal 1. Hinten sieht es ein bisschen komisch aus, mit den ganzen Teilen, die halt untergebracht werden mussten, wieder, damit man die anderen Modelle machen konnte.
Aber genau, den bekam man und den Companion Cube. Und das ist der Punkt, den ich meine. So kleine Sachen wie zum Beispiel Companion Cube oder zum Beispiel auch das Hoverboard bei Zurück in die Zukunft. Das ist natürlich, das hier ist der Companion Cube. Und gut, der hier vielleicht noch. So, das ist der Companion Cube. Das hier ist Gerödel, das halt dabei sein muss, damit man irgendwie auf drei Alternativmodelle kommt. Ach so, wenn es positiv wieder, man kriegt immer so einen runden, transparent blauen 2x2er Stein. Schöner Stein eigentlich. Oh. Na komm. Ja, runde Platte auf runden Stein, immer nervig. So, das hat dazu geführt, dass halt dieser ganze Quatsch noch dabei war. Aber das ist verzeihlich. Das ist verzeihlich, man kann es ja weglassen, wenn man will. Natürlich hat der Companion Cube ein Herz dabei. Die bedruckte Platte war cool. Auf jeden Fall. Fünfmal eine exklusiv bedruckte Platte. Das ist nicht schlecht. Der hier hat dafür keine Exklusiv. Aber es waren meistens irgendwelche exklusiven Drucke dabei. Positiver Punkt. Exklusive Figur. Positiver Punkt. RFID-Tags machen natürlich auch was aus. Drei Stück. Das sind dann bei den 2018er Preisen so ungefähr 3 Euro insgesamt. So, wir hatten aber hierfür keine Anleitung. Wir haben hierfür eine Anleitung, was albern ist, weil es eine Minifigur ist. Und jetzt ratet mal, wie der Preis ist. Denkt euch, okay, es ist komplett überteuert, weil es Lego ist. Es ist komplett überteuert, weil RFID-Tags drin sind. Wie viel, denkt ihr, nimmt Lego dafür? Jetzt mal ne, realistisch betrachtet in Lego-Preisen. Und wenn ihr jetzt so denkt wie ich, dann würde eure Schätzung irgendwo ankommen bei, joa, 15 Euro oder so. Meine Spiele-DLCs kosten ja auch wirklich nicht die Welt. Das sind vielleicht 5-Euro-Geschichten. Lassen wir mit dem DLC fürs Spiel 20 draus werden. Wobei es ist auch nur ein Level, ne? Also das ist schon ein teurer DLC vergleichsweise. Nein, nicht 15, nicht 20. Die Level-Packs waren mit 30 Euro angesetzt. 30 Euro. Fairerweise, ne, plus ein digitales Level, aber trotzdem. Merkt ihr, woran Lego mit Dimensions gescheitert sein könnte? Und das ist genau das, was passiert ist. Die Dinge haben sich nur verkauft, wenn sie irgendwo im Ausverkauf waren. Es waren wirklich gute Sachen. Also, ne, der Companion Cube super gemacht, Chell super gemacht. Preis absolut unmöglich. Da ist niemand dran gegangen. Zu der Zeit, als es in den Regalen war. Und deswegen hat es nicht funktioniert. Was wirklich schade ist, wie gesagt, das ist schön. Und das Starterpack war übrigens 100 Euro, aber das war auch nur einmalig. Dann war es wieder gut. Und 100 Euro, dann hatte man noch die Plattform dabei. Hätte man gern ein bisschen mehr beipacken können, weil ich kann mal zeigen, bei dem Starter war das Batmobil dabei. Ein Batman. Wildstyle. Und noch ein Gandalf, den ihr euch jetzt dazu denken müsst. Nicht wirklich groß umfangreich, aber in Ordnung. 100 Euro für diese Toys to Life Sachen, das war durchaus nicht ungewöhnlich. Ja, auch bei Skylanders am Anfang und bei Disney hatte noch so ein Ding, ich weiß nicht mehr, wie es hieß, die hatten auch so ein Ding, wo man dann Spielfiguren hatte, die dann ins Spiel gebracht wurden mit einem RFID-Tag. War in Ordnung. Der Startpreis für das Starterpaket, heftig teurer Einstieg, aber war im Grunde in Ordnung. Das Problem waren die DLCs. 30 Euro. Und die Story Packs, wie gesagt, eine Figur, einbaubares Teil und das hier an Legostein, das waren dann mal eben 50 Euro. 40 bis 50. Leute, kleine Ausnahme, hier ist noch ein Level Pack, der andere, den ich habe, und dann ist auch alles da, was ich von Dimensions überhaupt habe. Und dann kann man sich auch gut so einen Durchschnitt ansehen. Hier ist wieder eine Homer Simpson-Figur. Also das ist jetzt der Simpsons Level Pack. Homer Simpson, auch mit einer komplett eigengemachten RFID-Platte. Sehr schön gemacht, auch mit Homers Hemdausschnitt hier, damit man erkennt. Leider kein Simpsons-Logo. Aber eine schöne Homer-Figur. Exklusiv bedruckt. Ne, nicht exklusiv. Ich glaube, die ist noch irgendwo aufgetaucht. Aber eine Buzz-Cola-Dose. Schöne Geschichte. Dann haben wir hier das Simpsons K in Microscale. Einfach nur pink gebaut, aber schön. Und ein Fernseher mit noch einer exklusiven Fliese.
Die Itchy and Scratchy Show. Alles andere sind normale Teile. Das hier ist noch bedruckt, aber nicht exklusiv. Die Fernbedienung. Die Qualität ist halt in Ordnung. Hier ist noch eine Videokassette drunter. Genau. Ne, die Qualität ist halt in Ordnung bei den Dingern. Der Preis halt nicht. Hätte man die Packs für 20 Euro verkauft, weil man sagte, gut, die RFID-Tags sind halt teuer und es kommt noch ein Spielelevel damit, wäre das wahrscheinlich noch so gerade gegangen. Aber für 30 Euro hat die einfach keiner mitgenommen. Das ist sehr schade, weil ich könnte mir gut vorstellen, wenn man das vernünftig gemacht hätte, hätte Lego das ewig lang weiterführen können. Oder Traveller's Tale, die das als Spiel entwickelt haben. Denn das Konzept ist ja eigentlich super. Man hat ein zentrales Spiel und alle Einzelspiele kann man halt optional dazu kaufen. Bringt natürlich auf der anderen Seite insofern etwas weniger, weil klar, ihr könnt dann als Lego nicht ein komplettes Spiel zu einem Film für 50, 60 Euro verkaufen, sondern ihr kriegt dann noch 30, 40 dafür. Sagen wir mal 35, wenn die Story Packs vernünftig gepreist wären. Ja, okay, aber dafür habt ihr halt eine Plattform, auf die man sich verlassen kann und in der wahrscheinlich auch die älteren Sachen weiterverkauft werden, weil es gibt ja Sammler und so weiter, die das interessiert oder die auch alle DLCs haben wollen. Das ging natürlich nicht mit dem einen System, dafür war es einfach viel zu teuer. Ne, weil diese Idee, man bringt die Leute mit einer Plattform dazu, dass sie halt auch alles haben wollen. Zumindest bei den Level Packs und Story Packs, der Rest ist optional. Ist ja eine gute Geschäftsidee. Man muss sie nur vernünftig einpreisen. Und es hätte super funktionieren können. Es wäre so cool gewesen, wenn man alle Figuren aus allen Lego-Spielen in eine Welt hätte packen können und wären jeweils noch mit ihren Leveln gekommen. Absolut coole Idee gewesen. Hat nicht funktioniert. Das ist so ein typisches Problem von Lego und ich werde, glaube ich, in absehbarer Zeit mal so einen kleinen Rückblick machen. Lego und seine Versuche mit der Digitalisierung der Menschen, das ist einer davon. Das hat, glaube ich, angefangen mit Nexonites. Flop. Wobei Nexonites ein gutes Thema war, aber die hatten ihre kleineren Probleme. Dann kam ja Hidden Side, das ist ja in die Hose gegangen. Dann kam Video, was richtig in die Hose gegangen ist. Holla. Aktuell laufen bei Lego City die Missions-Geschichten. Die werde ich mir definitiv auch nochmal anschauen. Auch hier nochmal im Kanal. Und ich glaube, es gab noch ein paar andere Geschichten. Ich werde mir das alles mal zusammenfassen. Oder mache ich mal ein großes Video über Legos Gehversuche in der digitalen Welt und wie sehr das alles schiefgegangen ist. Mit Ausnahme von den direkten Videospielen. Die liefen super. Da ist Lego auch für Qualität bekannt. Aber alles, wo die irgendwie versucht haben, ihre normalen Lego-Sachen mit Handy und App und hast du nicht gesehen zu verbinden, ist halt komplett gefloppt und es ist mal spannend, sich anzuschauen, was ist da eigentlich passiert, wieso kriegt Lego das nicht auf die Kette. Kurz der Blick nochmal zu Dimensions, wo ich hier gerade bin. Das ist gut, das war komplett überteuert, das Konzept gefällt mir eigentlich, aber es ist, wie gesagt, hauptsächlich durch den Preis gefloppt und sobald ich meinen verdammten Gandalf hier irgendwo mal wiederfinde, kann ich da auch mal wieder am Freitag in den Livestream gehen. Mal gucken, ob das morgen funktioniert. Ich habe so meine Zweifel. Wäre aber cool, weil ich habe es ja selbst noch nicht gespielt. Bis auf den Teil vom Intro, bis ich halt den Gandalf draufsetzen muss. Ich hätte sehr Bock darauf, das Ding mal im Livestream zu machen. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Früher oder später finde ich ihn und wenn es das Letzte ist, was ich tue, und dann klappt das auch. Ich sage erstmal bis dahin und viel Spaß beim Bauen.